Glaube ich auch sofort. Aber gut, dass du mich erstmal aufgeklärt hast. Kann. Das ist auch unrealistisch. Er balanciert auf dem Seilband. Wieso? Es gibt doch Leute, die können sowas richtig gut. So. Ja. Oh. War das ein Stress, ey. So richtig unentspannt, diese Insel, oder? Ja, man geht schon da rauf und das hinter. Vor allem jetzt, wo nach. Ach, die ganzen Schweinchen jetzt. Ich bin zu alt für sowas. Wo ist denn der Punkt? Der Erfindungstisch. Da, wo er vorher stand, also da, wo er immer steht. Oh Gott, das ist ja die genaueste Beschreibung für jemanden. Welcher Etage? Weiß ich nicht. Oh Gott. Da, wo er früher stand, wo er immer steht. Meine so, Uhr ist kurz vor 10. Willst du nicht langsam mal zurückkommen? Oh Gott, überall tote Tiere. Du bist ja schlimmer als die. Boah, als diese königlichen Jäger. Eine mir kurz übel. Geht. Ich habe noch ein bisschen Heilsalbe gefunden. Also ich sehe diesen Bautisch nicht. Wie heißt denn dieses zweite Treppe runter? Da, dadurch zumachen. Eine Treppe hoch. Auf der Etage auf der anderen Seite. Also hier hinten? Nein, auf der anderen Seite. Links. Da! Oh Gott, ey. Sorry, ich muss dir gerade was zeigen. Wie heißt denn dieses Spiel mit den verrückten, mit den Spinner da? Metalldetektor lernen. Nein, weiß so heißt das Spiel nicht. Wo Bangkok. Auch, hallo, wo auch Kong mit drinne gemacht hat. Dieser Crab-Mechanik? Keine Ahnung. Wie heißt denn dieses Spiel? Du hast das Spiel auch hier. Sag mir noch ein, zwei Sachen. Ich meine, verrückte Spiele gibt es ja. Auch wo der auch in so einer Schrottwelt wohnt. Deponia. Genau, Deponia. Oh, wir können Bienenstock machen. So erinnert mich das Spiel hier. Von dem, also nicht das Spiel, sondern jetzt hier von dem Design her. Da war ja auch überall der ganze Mist. Wir können die, was ist denn das? Wundert den Schmerz. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Wir können Bienenkörbchen herstellen. Die Frage ist wie.
Direkt vor der Feuerwehr. Ah. Vielleicht hört ihr es ja. Die haben wahrscheinlich keine normale Hupe, die müssen erstmal Alarm schlagen. Wow, wir haben ganz schön viel gemacht, muss ich sagen.